Ja, hallo Leute des gepflegten Unterhaltungsminimalen Mini-Wars. Also irgendwas Doofes halt, ich schlage jetzt mal Neptun dafür. Wir kommen. Au! Ja, so ein Hähnchen kann wehtun. Minecraft Feed It with Monster, okay. Nein! Und ja, hat sich einiges getan. Wie ihr seht, ich bin auf Rohstoffsammlung gegangen, um die Smeltery ein bisschen voranzutreiben. Hier allgemein mal alles ein bisschen voranzutreiben. War auf der Suche nach Diamanten, hab leider nichts gefunden. Neptun hat da oben irgendwas komisches angefangen zu bauen. Ich weiß nicht, ob das schon in seiner letzten Folge gemacht hat, aber ich lasse ihn jetzt mal labern und kümmere mich hier um meine Sache. Ja, und damit auch Ahoi und herzlich willkommen von mir. Ja, das, was ich da oben angefangen habe, das ist mein Haus, du Banause. Da bist du gesagt, das soll mal mein Haus werden. Ja, okay. Gut. Ja. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Das ist doch noch gar nicht fertig. Hast du schon mal eine Baustelle gesehen? Weißt du, was das ist? Ja, das habe ich gesehen, als ich zu dir gefahren bin, ganz oft. Siehst du? So. Meine Herren. Gut, für die Leute, die bei mir schauen, ich baue gerade... Lasst, also es hat keinen Wert, habt ihr ja gerade gehört. Ich baue hier ein paar Goldpattern, dass man bessere Werkzeuge über Tinker's Construct herstellen kann. Habe gehört, es soll irgendwie funktionieren und versuche jetzt hier ein bisschen Tinker's Construct voranzutreiben. Bei mir. Sollte man ja auch nicht vernachlässigen. Hm. Dass man sich mal da anständige Spitzhacken machen kann. Und man anständig meinen gehen kann. So. Ich habe ein bisschen geangelt gehabt, noch lange nachdem ich die letzte Aufnahme beendet hatte. Ich hatte gehofft, einen Sattel zu finden, aber das war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ja, was ich jetzt hier im Moment gerade mache, ist quasi die Pfosten schon mal von dem Haus und die Streben. Mhm. Und das, was jetzt hier im Moment Dreck ist, das wird dann ersetzt durch Steine. Im Rahmen dessen werden wir dann wahrscheinlich auch, wenn es soweit ist, die erste Höhlentour machen. Wie sieht das denn jetzt überhaupt hier aus? Beschissen sieht's aus. Chiselhead, nein, Chisel benutzen wir den Chisel Mod. Hammer, das ist das, das ist das, das ist das. Ein Hammer ist Hammer. Das ist das, das. Bullrock Pattern. Oh Gott, ich bin zu doof für zum Alm. Oh ja, das bist du, das bist du. Ah, ein Handle bräuchte ich. Ich bräuchte irgendwie, wie komme ich denn an einen Handle? Handle. Komm mal, zeig mal her. Ancient Staff of Handle bei Yom So Plenty. Rogue Break Handle von Steve's Cards 2, okay. Okay, ich sehe Mods, die habe ich noch nie gesehen. Ah, ja. Ach ja, und hier habe ich eine Iron Chest, Leute. Das ist eine unglaublich geile Chest, die Chest der Chests. Was macht die? Dinge. Also sie hat, ist nur eins groß und hat mehr Platz als eine Doppelkiste. Oder hat genauso viel, denke ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genauso wie eine Doppelkiste hat die Platz und ist bloß eine Kiste groß. Cool. So. Und was wollte ich gerade eben nachschauen? Ich wollte weiter Mighty Smelting schauen. Ich möchte mir nämlich eine gute Spitzhacke machen. Und zwar zack, 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 zack. Im Mighty Smelting finde ich nichts. Gut. Immer mal Materials in you. Ach ja, bei mir ist das übrigens momentan ein Test. Und zwar versuche ich. Versuchen ist richtig. Also ich möchte schauen, wie das so klappt. Über YouTube das Video mal zu schneiden, dass ich einfach hier am Stück aufnehme und dann später das Video auf YouTube zerschneide. Es gibt ja einen YouTube Video Editor. Den habe ich auch bei der letzten Prison-Architekt-Folge, also bei der vorvorletzten benutzt, weil ich kein 5-Minuten-Paar danach haben wollte und ja, schauen wir mal nach. Ach, da hast du den schon genutzt und das hat geklappt, oder was? Ja. Was haben wir denn da? Obsidian Rod, Random Things, Tinker's Construct. Ja, dann gucke ich mir das vielleicht doch nochmal an, weil mir ist jetzt nämlich auch jüngst ein Missgeschick passiert und zwar... Nachdem ich die bei der letzten Crysis 2 Aufnahme die Aufnahme wegen Ablauf der Zeit unterbrochen habe, habe ich vergessen, die Aufnahme wieder zu starten. Und deswegen. Das ist ein Neptun. Ja. Kann man so sagen? Sollte man wohl auch in dem Fall.
Los, gib mir mehr! Gib mir mehr! Kapitalist. Ja. Ich stehe dazu. So. Natürlich, die Lava wird auch irgendwann mal aufgehen. Ausgehen, deswegen. Aufgehen. Genau, die Lava wird irgendwann mal aufgehen, nicht? Die wird uns irgendwann mal ausgehen, deswegen sollten wir auch. Ja, das ist doch Lava-Hefe, oder? Die geht auf. Bravo, 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 bravo. Ja, sorry, wenn du mir so eine Steilvorlage lieferst, dann bist du wirklich selbst dran schuld. Ihr seht, ich bin gezwungen, mit so einem Narren aufzunehmen. Ja, du. Lieber nah als Nandi. Kupfer und Tin, Aluminium Brass, made von Aluminium and Copper. Apropos an Andi, ich muss die Musik da schalten, sonst krieg ich hier gleich ein Akku. Das heißt, ich hole mir erstmal eine Aluminium-Spitzhacke oder hole ich mir eine Eisenspitzhacke? Erstmal sollte ich mir einen besseren. Alter, wie ich mit dem ganzen Kram einfach nicht mehr klarkomme. Hättest du mal damals. Hä? Bauen? Hättest du mal den Server verlängert, aber nee. Okay, ich brauche dafür 4 Eisenblöcke. Ist ja kein Problem, ich habe sehr viel Eisen gebraten. Und ein paar Seared Bricks brauchen wir. Ja, in der Höhle gehen wir auch demnächst mal. Im Rahmen der Steinsuche dann. Seared Bricks, habe ich davon noch irgendwo irgendwie was? Ich habe nur noch ein. Genau, ich brauche ich für solche Sachen. An sich bräuchte ich ja trotzdem herausfinden, mal wie ich den Seared Brick genau wieder herstelle. Seared Brick, Seared Brick. Ja genau, die Seared Bricks, die sind werden aus Grout hergestellt, genau, und Grout. Aus Grout? Grouts. Oh, ich habe genug. Davon. Ne. Doch schön. Ne. Tust du? Scheiße war. Das. So. 1, 2. Schöne ist halt an der Smeltery. Aber ich denke, das weiß eigentlich jeder, der zuschaut. Man bekommt doppelt so viele Rohstoffe aus den Sachen raus. Deswegen ist Terminal Expansion gerade mal nicht so wichtig, solange uns nicht die Lava ausgeht, was uns aber aus, was sie aber tut. Deswegen ich bald schauen muss, dass ich wieder auf Höhlentour gehe und uns neues Lava hole. Und auch vielleicht Diamant. Wäre auch nicht schlecht. Hallo, willst du mal fertig auffüllen oder bist du irgendwie doof? Ich bin auch am überlegen, ob ich Planet Base ein Let's Play zu machen sollte, weil ich momentan sehr viel Spaß am Planet Base habe. Wie Neptun gesehen hat. Ja. Ist auch falls nicht interessant. Ja. Nur leider versage ich ständig dabei, weil irgendwie meine Leute denken, nö, es ist wichtiger. Keine Ahnung, es ist wichtiger doof zu sein, als eventuell für unser Überleben zu sorgen. Aber nun gut, jeder weiß, dass Menschen doof sind. In einer bestimmten Art und Weise. Genau, deswegen sind wir Minecraft-Freak-Joan. Nicht wahr, Neptun? Oh ja. So, jetzt habe ich hier lauter Krempel, den kein Mensch braucht. Oh Gott, ich muss schlafen. Und ich werde mir auch demnächst mal einen Schüssel bauen und dann werde ich mal schauen, dass ich hier mir eventuell aus dem Sumpf ein Gebäude stampf. Aus dem Sumpf ein Gebäude strumpf. Schrumpf. Hätte ich gedacht, wäre vielleicht nicht schlecht. Was will ich denn mit einem Kies? Ja, super. Worum wir uns eigentlich hauptsächlich kümmern werden in dieser Folge wird sein, dass wir versuchen erstmal ein bisschen Magical Crops anzupflanzen, uns hier ein Feld hinbauen, ein schönes. Und ja, dann wird langsam Haus gebaut. Und mal schauen. Ja, das Haus liegt halt bei mir jetzt in der. Ich habe auch überlegt, ich werde eventuell. Ich weiß nicht, ob ich auf Industrial Craft oder. Wie heißt das andere? Wie heißt das? Mein Factory Reloaded gehen soll. Das müsst ihr mir auch mal sagen in den Kommentaren. Es gibt garantiert Leute von euch, die kennen sich um einiges besser aus als ich dabei. Sagt mir, ob Mein Factory Reloaded oder Industrial Craft besser ist. Ich weiß, dass Mine Factory Reloaded den RF-Strom verwendet, was Industrial Craft leider nicht macht, was sehr schade ist. Das können wir mit Industrial Craft viel mehr anfangen, aber nun gut. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn das nicht redet, geht es bei Neptun im Kopf bloß Bahnhof, 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 Bahnhof. Richtig!
Der Kerl ist nur da, um irgendwie zu bauen. Richtig! Ja. Der Tool Station, wie baut man denn dich nochmal? Blank Pattern und Crafting Table. Also ich wiederhole das auch gerne immer mal wieder, Leute. Ich bin in Minecraft ein Bauer. Ich baue einfach. Das ist für mich einfach ein gigantischer Lego-Kasten. Und er wird gebaut und erkundet und ihr macht und ihr tan. Also ich habe hier kein Konzept und ich tue auch gar nicht so, als hätte ich eins. Und insofern, ja, ich werde natürlich Dinge probieren, die einzelnen Mods durch. Tinger's Construct zum Beispiel ist einer, den ich schon bei unserem Bleach-Projekt sehr lieb gewonnen habe. Da werde ich mich demnächst mal mit beschäftigen. Alles kein Problem. Wie gesagt, ich habe hier weder eine Linie, noch habe ich eine Ahnung, noch sonst irgendwas. Also ich baue und zock hier einfach mal drauf los und ja. Und schaut, was passiert. Genau. Aber das ist ja nichts Falsches. Ich mache eigentlich im großen Teil nichts anderes. Ich lasse es hier auch mal alles ein bisschen auf mich zukommen. Ja, aber du hast wenigstens Ahnung, wovon du laberst. Ich hoffe es zumindest. Ja. Das ist immer so eine Sache, auch bei Politikern. Sie hoffen, sie haben eine Ahnung von dem, was sie labern. Wobei, eigentlich hoffen die es unbedingt? Frage ist, können wir kleinen YouTubern uns das leisten, Politik-Talk zu führen? Ich glaube nicht. Oh, Strawberry Seeds. Nett. Garantiert von Magical Crops, ja. Gut. Jetzt hüpfe ich die ganze Zeit im Kreis, weiß auch nicht genau, was ich tun soll. Stirb. Ach ja, Herr Neptun. Hä? Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass neben meinem Haus ein Bärenfeld ist, für den Fall, dass Sie out of Nahrung gehen. Ich hab's hier sehen, ja. So, und jetzt werde ich mal etwas tun. Was ich seit Urzeiten gedankt habe zu getan. Was ist jetzt wertvoll? Was ist besser? Eisen oder Aluminium? Was meinst du? Als Werkzeug. Weißt du das noch? Eisen von der Logik her, oder? Eigentlich von der Logik her Eisen, ja. Also ich werde mir jetzt mal Eisenwerkzeuge machen. Bei der Gelegenheit mache ich. Ach komm, bei der Gelegenheit mache ich den Neptun gleich eins mit. Freue, dass ich auch. So, was ich vor allen Dingen brauche, ist Kohle. Also, ich werde jetzt hier noch die Nahrung fertig machen und dann suchen wir uns mal eine schöne kleine Höhle. Ah, es gibt ja viele Höhlen, aus denen du gut was rausbekommen kannst. Das sollte halt noch Möglichkeit eine sein, die du noch nicht leer geplündert hast. Ich habe nie richtig leer geplündert, nennen wir es mal so. Ist nämlich gar nicht möglich, weil es einfach viel zu viele Rohstoffe gibt, auch mit den Rucksäcken. Aha. Apropos Rucksack, den muss ich auch gleich nochmal checken. Was brauchen wir denn für eine Höhle? Wir brauchen Spitzhacken vor allen Dingen. Noch ein Schwert wäre ein schlechtes Problem. Ist. Ich habe kein... Ich glaube, ich baue mir hier drüben bald noch eine eigene Pattern-Chest, das wäre eine Idee. Ich nehme mal noch ein Dings mit. Spitzhacke haben. Scheiße, ich habe alle aufgebraucht, ne? Ja. So. Okay, es ist ein normales Toolbinding, das ist sehr schön. Ja, das ist ja, das machen wir dann. Also ich werde noch eine Werkbank mit in die Höhle nehmen. So, das ist die Spitzhacke von Neptun. Und das ist meine. Das bleibt hier. Rohes Rindfleisch wird gleich noch verarbeitet. Und damit kann ich dann die Tackehacke eigentlich wegschmeißen. Was kann die Spitzhacke? Wie viel hält die aus? Die Spitzhacke, die ich gebaut habe, die hält 101 aus. Die kann dann aber repariert werden, gell? Genau, mit einem Eisen müsste die eigentlich repariert sein, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ja, so, ich komme mal vorbei und bring dir deine Spitzhacke. Ja. Kann ich bei Gelegenheit gleich Neptuns Haus zeigen, wie weit es ist. Ach, das ist noch nicht so weit. Auch in Richtung Hausbau begeben, das ist ja alles einerlei. Und schau mal nach, dass wir diesen Server hier schön gestalten. Wir schauen auch momentan noch, weil, ich sag mal so, der Server hier ist für 4 Mann. Und wir möchten eigentlich auch gern, sag ich mal, so 4 Mann drauf bekommen, deswegen suchen wir momentan unter unseren Kollegen. Ihr braucht euch jetzt hier nicht irgendwie bewerben oder so, falls ihr mitmachen wollt, weil wir suchen unter unseren Kollegen. Denn zwar Let's Player-Kollegen suchen wir momentan Leute, die damit es uns zusammen machen, dass wir so eine schöne Vierergruppe haben, weil das geht auch angenehm mit den Aufnehmern und so immer. Ja. Wir wollen diesmal auch bloß Leute haben, die aufnehmen, dass keine Probleme entstehen.
Wobei das bei Bleach damals auch gut geklappt hat, aber das war ja auch ein eigenes Modpack, bei dem man nicht allzu viel kaputt machen konnte. Du musst ja erstmal meine durchlesen. Oh, weia. Gib es zurück. Danke. So, und unser Ziel wird es auch sein, demnächst, dass wir ein Netherportal erstellen, in den Nether gehen, dass ich auch in Richtung Industrial Craft trotzdem ein bisschen gehen kann. Dann werde ich den Berg wahrscheinlich mit Industrial Craft ein Atomkraftwerk bauen. Es wird uns wahrscheinlich irgendwann mal hier alle in die Luft jagen, aber YOLO. Und ja. Hui. So, gebraten ist alles, dann haben wir alles. Gut, warum habe ich denn die scheiße Essenz immer noch an den Kautschuk? Leder bleibt auch hier, die Setzlinge bleiben hier. So. Ich glaube, ich mache mir noch so eine Tool-Pattern. Also so eine Pattern-Chest. Wir haben jetzt anderthalb Spitzhacken. Die Pattern-Chest. Factory-Block, okay. Ich habe den Key, sag mal. Okay. So. Eine Pattern und eine Chest. Wer hätte es gedacht? Den Chisel, den lassen wir hier. Na, ich kenne mich. Wir werden bei dieser Höhlentour in Lava sterben. Vor allem, wenn du was Wichtiges findest. Ja. Also spätestens, wenn wir Diamanten haben, ist vorbei. Das ist so ein Grundgesetz bei mir. Ja, ja. Diamanten. Die Diamantenpest. So. Das heißt, ich muss jetzt nochmal Holz holen. Damit wir uns dann auf dem Holzweg... Ein Schüssel. Der Höhle. Schwerter bauen kann. Per Werkbank. So, hier kommen dann unsere Goldsachen. Spitzhacke brauchen wir und Schaufel. Gut. Okay, Action. So. Wollen wir uns gleich noch irgendwas machen, was für eine Mining-Tour gar nicht mal so schlecht wäre? Ich denke, ein Hammer wäre nicht schlecht. Braucht einen Hammerhead. Sind das diese, ist das dieses, dieser 3x3 Hammer? Ja, da baue ich mir jetzt noch einen. Wir haben! Ja, jetzt will er. Seht ihr, das passiert. Wenn ihr irgendeinen Plan habt, dann kommt sofort ein Neptun und will's haben. Das ist das Hauptding, das es aus Tingers Construct haben will. Alleine dafür liebe ich diesen Mod. Oh, ich hab nur das von. Okay, rein da mit euch. Rein da. Ja, das dürfte eine Höhle sein. Okay, nicht schlecht. Ich muss jetzt allerdings erstmal mal da oben zu meinen Bäumen. Ja, ich weiß, das war gerade nicht sehr intelligent, was ich gemacht habe. Was erwartet ihr von mir? Wünscht euch. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Selbsterkenntnis ist der erste Weg dazu, kein Neptun zu werden. Ach, was ich hier mache, das ist Perfektion. Das ist Idealismus. Das ist Genialität pur. Ja? Natürlich. Mein Haus, da wird mich die gesamte Minecraft-Welt darum beneiden. Ja, natürlich, Neptun, natürlich. Ich dauere meine Illusion. Ich hab sonst nichts. Excavator-Head können wir uns auch gleich bauen. Ich denke, was wir uns auch gleich bauen sollen, ist der Hammerhead, wenn wir ihn mal finden. Weil ohne einen Hammerhead kann ein Hammer schlecht arbeiten, denke ich. Das ist deine persönliche Meinung. Das ist der Hammerhead. Das ist. Ich dachte mir, was ist denn das für eine Breitaxt? Die kenne ich gar nicht aus Tinkers Construct, dabei war das der Hammerhead. Ja, oh. Bin ja ein Däppchen. So, ja. Ich brauche Stein. Dann gehe ich mal kurz in meine kleine Mine nebenan. Weißt du, es immer wieder Stein. Zu wiederholen, das macht es auch nicht besser. Weißt du, Neptun, irgendwann mal bekommst du keine Rohstoffe von mir mehr. Und dann wirst du betteln. Denn ich glaube nicht, dass du irgendwann mal unabhängig von mir hier in Minecraft sein wirst. Doch, aber nicht mit der Mod. Ja, das meine ich ja. Oh. Ja, das ist bei uns beiden. Es ist trotzdem immer an die Leute, die jetzt denken, dass wir irgendwas Gemeines hier machen. Also an sich, das ist immer bei uns so eine Art, ich nenne es mal Geben und Nehmen. Oh, der ja. Eine kennt sich da besser aus, der fällt sich der andere im anderen besser. Und nennen wir mal so, wir ergänzen uns. Oh ja. So. Was wollte ich denn jetzt? Ich hab's vergessen. Achso. So, hat das Thema Werkbank nämlich auch direkt erledigt? Nein, ich bin doch so blöd wie ein Stück Brot, ey. So. Help. Was?
bin gerade zu dumm, ich kann keinen Hammerhead herstellen. Ah. Habe ich etwa dafür zu wenig Stein? Brauche ich ein bisschen mehr Star? So. Brauche ich ein bisschen mehr Net Star? Haha! Jetzt benutzt er schon wieder aus Versehen den Chat, der Kerl. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich wollte. Meine Bärenbüsche breiten sich aus. Wie? Voll die Buschplantage. Drumsch. So, Rucksack. Wie war das nochmal? Rechtsklick, Galle? Ja. Gut, der ist noch leer. Wunderbar. Was ist das hier? Standardsortierung. Sortieren in Spalten. Hä? Wie macht... Wie? Ich bin verwirrt. Ich auch. Inventareinstellungen. Was hier es gibt? So, zeig mir an, wo ist der Hammer. Da ist der Hammer. Tauscht Werkzeuge aus, bevor sie zerbrechen. Geil! Will ich haben. Okay. Der Hammer braucht auf jeden Fall ein Eisenhammer. Um Gottes Willen, was habe ich getan? fuck. Fuck you, Guilty 2. Aha. Okay, der schwarze Bildschirm, den ihr eben kurz gesehen hattet, ich hoffe, dass ihr überhaupt jetzt noch irgendwas seht, war das Zurückschalten auf Vollbild, weil, ich habe eine Textdatei geöffnet. Das ist klar. Sir Andy? Yes? Wo sind Sie? Ich bin hier gerade ein bisschen in Verzweiflung. Ist mein Hammer fertig? Ich hab dir niemals einen Hammer versprochen. Ja, ein Stonehammerhead da rein und dann wird das da draus. Wie mache ich hier Hammerhead Pattern? Haben sich die Rezepte geändert? Naja, ich krieg bloß irgendwie keinen Steinhammer zu Hammerkopf irgendwie zugrunde. Das macht mich gerade ein bisschen kirre, deswegen muss ich mal kurz schauen, ob ich Flint habe. Habe ich, dann mache ich mir einen Flint-Hammerhead, das geht ja auch. Welches hast du gerade das nochmal? Hm? Um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Ah, Jesus, Maria und Josef. Welches hast du gerade das nochmal fürs... Achso, Egel. Ja. So. Oh, mit Flint geht's. Ganz komisch, naja, egal. Ach, ich hätte einfach mehr Stein gebraucht, ich definitiv. Gut, das heißt, wir haben Flint-Hammerhead. Du kannst in die Pattern-Chest. Jetzt machst du einen Flint-Hammer oder was? Naja, nee, ich brauch das Zeug, dass das mir hier die Sachen herstellt, Neptun. Weil ich muss doch... Ach, für die Schablone oder was? Ja, ich muss ja erstmal die Schablonen bauen. Ach so, die Schablonen. Die werden ja aus Gold gebaut und jetzt muss ich sowieso erstmal nochmal kurz ein bisschen Gold hoch. Ich muss das restliche Gold einschmelzen. Ach so, du hast einen Hammerkopf gemacht, um damit die Schablone zu machen, quasi. Genau. Okay. Na, warum zeigt er mir jetzt das Rezept vom Iron Hammer nicht an? Weil der kein richtiges Rezept hat, denke ich. Ja gut, ist ja klar, weil du eigentlich nur... Ja, du machst... Ja, okay. So. Neptun, das ist ganz einfach. Komm mal her. Hier auf der Toolforge. Rechtsklick machen. Ja. Dann kannst du hier dir die Rezepte für die verschiedenen Werkzeuge ansehen, ne? Und ja. Da steht auch dort, was die machen. Zum Beispiel den Hammer siehst du, was er braucht. Mhm. Und dann geht man rechts daneben. Der bräuchte, glaube ich, sogar einen, wie heißt das? Einen dickeren Toolrod als Spitzhacke. Der braucht so ein dickes Teil. Ich weiß bloß nicht, wie kommen wir an den dicken Teil ran. Warte mal. Da, Hammer Time. Wo haben wir da denn einen Bone Hammer? Okay, da komme ich nicht ans Rezept so leicht rein. Warte mal. Also wir brauchen, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, hier diese Creeper-Dinger. Wir brauchen einen Hammerkopf und wir brauchen einen Stiel. Genau, also du brauchst dafür einen dicken Stiel. Es mag zwar falsch klingen. Also kastriere mich jetzt hier nicht selbst, ja?
spät, mein Lieder, zu spät. Wo ist denn Mike die Smirking? Ja, große Plattenbrust vor allem, das ist das, was wir brauchen. Ist das denn schon einsatzbereit? Ich brauche ein Tough Rod. Ich habe noch nichts einsatzbereit. Es fehlt noch das Tough Rod. Noch nichts machen, bis ich dir sage, dass du es machen darfst. Aha. Wir brauchen Lava, oder? Okay, da ist der Tough Rod Pattern. Gut. Ich habe schon voll den Plan, Junge. Lass mich nur machen. Gut, dann presse ich dir mal hiermit mein vollstes Vertrauen aus.